Also, es geht weiter. Ich tue mich auch noch ein bisschen anders platzieren. Das ist eine unglaubliche Geschichte hier. Wir fahren weiter. Alter Kaffee von Buddhisalz. Motto: mit Sprüch, Gesang und Karikaturen. Dümmel durch Fasnacht. Bitte schön, alter Kaffee. Ein Applaus. Uralter Kaffee mit Türen niedler Schnee, hab ich meine Lebtag noch gar nie gesehen. Uralter Kaffee mit Türen niedler Schnee, fleckst du alter Kaffee, so trink doch lieber Tee. Buenas noches, señoras y señores. Esta noche tenemos una grande fiesta aquí en Willisau. Ahora quisiera presentar nuestro grupo, el grupo Café Alto. La cembalo, el señorita Mónica Ubertas. Mónica se gusta mucho el café. Muy bien. Sí. Y por cantar soprano es Bonita Juanita. Y Juanita se gusta mucho Nespresso. Y un poco Chocho Cluny. What else? Es bonita Juanita. Y por actriz excelente, es señorita Esther Bosa. Esther se gusta mucho Kaffeekräuter. Zwei Zucker. What don't we? Y el hombre grande es Armino Mitsu Ackermania. Y Armino se gusta mucho Frank Aroma Kaffee von Grossi. Fein, schön abgelaufen. Schon morgen. Es Frank Armino. Y yo soy Alvaro Jorge Rodrigo Mágico Pablito Pius. Sí, es mío. Yo me gusto Café Grano. ¡Uy! Es el grupo Café Alto. Muchas gracias. Café Alto. Café, Café Alto. Café, Café Alto. Café, Café Alto. Café,
Liebes Fasnachtsvolk und Volkerinnen. Corona ist Türen. Nun kommt der Genderwahn. Ein schweres Übel in unserem Vaterland und Mutterland. Mann o Frau, Frau o Mann. Ich sage euch, die Herren und Herrinnen, die Gäste und Gästinnen, die Verwandten und Verwandtinnen und die Viren und Virinnen trifft's. So ist der Schneemann nicht mehr gendergerecht. Und die Schneefrau zu feministisch? Ist es neu der Schneemensch? Schneemensch, sagt der Duden, ist ein behaartes Fabelwesen. Also er meint Schneegestalt, Schneefigur oder er meint Schneegeschöpf. Wie sollen wir bloß richtig gendern? Vor einigen Jahren war es noch einfach, da gab es Ärzte, Bauer, Lehrer und Bäcker. Heute gibt es die Nennung beider Geschlechter, also die Kollegin und der Kollege. Und es gibt das Binnen-I, das steht dann zwitzt im Wort. Und dann gibt es die KollegInnen. Nicht geholfen ist es nun aber jenen, die sich weder als Frau noch als Mann, sondern irgendetwas zwischendrin spüren. Was tun? Wir setzen da eben entweder ein Stern oder sonst ein Zeug mit die Farbe, also die Kollegstern innen. So gut, gell? In Ausweisen steht der Begriff divers. Nehmt mir nur Wunder, wenn divers in Pension gehen kann. Mit 65? Sicher nicht. Ja, mit 64? Glaube ich nicht. Ja, wenn denn? Ach, keine Ahnung. Frauenquote. Wie auf genderisch. Hebamme. Wo muss ich jetzt den Stern setzen bei Hebamme? Wie gender ich Krankenschwester? Krankenbruder. Und er meint Hussi. Vielleicht Sürmu. Und Mannsweib. Wenzmann. Alles Gendergaga. Uns verraten will es die Gesellschaft so. Und wenn es dann doch zu kompliziert ist, hä? Ja, dann blasen wir halt alles eben wieder ab. Nur finden müssen wir dann noch einen Sündenbock. Und eine Sündenböckin. Ein Sündengeiss. Ein Sündedivers. Jawohl, habe fertig. Notfall muss anrufen, dann geht es meistens ein bisschen dumm. Mit dem Swisscom-Abo an Seite bleibt dann etwa die Leitung stumm. Du hast verzweifeln an deinem Hörer, denn die Verbindung will nicht gehen. Fährst an fluchen Sterne fünf, warum tut das jetzt nicht gehen? Auch im Internet ist Ruhe, denn das tut nichts mit der Fliege. Am liebsten würdest du heute noch grad künden und dein Swisscom-Abo streichen. Es kann nicht sein, so viele Pannen, die man uns nicht erklären kann.
Es gäbe Probleme beim Updaten, tut der Schäppi aus dem Blären. La la la. Kaum ist eine Panne behoben und es tut alles wieder laufen. Läutet einer vor Swisscom an, will er ein neues Abo verkaufen. Sei sehr schnell und störungsfrei, tut es dir ganz gross versprechen. Hast du den neuen Vertrag besiegelt, tut es dir die Leitung unterbrechen. La la. Simonetta Sommaruga sagt, das darf doch nicht passieren. Ist ein Notfall oder brünz, musst doch können telefonieren. Ja, der Service muss prompt klappen, das ganze Jahr und jede Stunde. Für das tun wir auch genug zahlen, ist das nicht ein guter Grund. La la la. Konsequenzen zieht schon gleich der Generaldirektor Schäppi. Sie gibt's genug, da darf er zählen und er nimmt schon gleich sein Käppi. Der neue Mann sei störungsfrei und im Geschäft sehr gut verbunden. Ihr Person vom Aschli-Mann hat einen neuen Anschluss gefunden. Ihr Person vom Aschli-Mann hat einen neuen Anschluss gefunden. TV gesessen, geschaut, gelost und vor Anspannung schier die Fingernägel gefressen. Russi, Hüppi, Statuette, sie hat geredet und geredet und geredet, kommentiert und analysiert, ihre Stimmen haben vor Freude vibriert, vor der Zielgerade gar hyperventiliert und dann auch entsprechend jubiliert. Einfach legendär die zwei Stimmen, kannst fast keine bessere bringen. Jetzt sind sie weg, der eine pensioniert und diese auf St. Gallen transferiert. Steffi Buchli, auch sie ist gegangen. Wir können nicht mehr auf neue Frisuren planen. Farbig, dynamisch, frech im Haar. Beim Blick sei sie jetzt schon mehr als ein Jahr. Schlagfertig moderiert, mit einer Prise Schalk kommentiert, ein nationales Aushängeschild. Und sie fehlt uns am TV-Bild. Ein neues Arbeitsfeld bezogen, direkt nach Olympia zum Maisport geflogen. Sein Herz schlägt für das Eishockey und für Davos. Auch er am TV ganz famos. Ein Bündner-Moderator. Fürs SRF ein zuverlässiger Motor. Der Jan Bileter, auch in einem neuen Wirkungsfeld. Zahlt das SRF etwa zu wenig Geld? Leute so wie sie. Hinter dem Mikrofon schnurr ich zwar viel, jetzt ist es um sich schön. Das Leben ist kein Schleck, hat das Herz am rechten Fleck. Vermissen sie so, sie sind fabulos, Leute so wie Leute so wie sie. Die Hausmuskulatur so richtig locker. Stundenweise auf ihren Hocker. Im Fokus das gelbe Runde. Es dauert viele Stunden. Der Ball geht her und hin und hin und her. Es ist doch einfach legendär. Und spielt der Feder gerade ein Ass, werden ihre Hosen schier noch nass. Break, Return, Slice, Smash, Schwinger und Passieren. Spannung halten, Tendenzen spüren, Spielzeuge analysieren und das Ganze im Duett moderieren. So haben die Bauer Günthardt
wie ein eingespieltes Ehepaar geschnorrt viele Jahre. Walkover, es ist vorbei, populär sind sie gewesen. Ein Abgang nach dem anderen. Wir sagen dem Abwandern. Was uns bleibt zum Glück? Der Mann aus Sursee. Nein, von Schenken kommt er her. Der Sascha Rufer, ganz elitär. Aber neuerdings scheint es, tut er auch singen. Eliane Müller tut ihm ganz geduldig die Love-Songs beibringen. Denn die zwei geniessen es miteinander, viel Zeit zu verbringen. Tut ihm das Schlagerradio etwa zuwinken, klopft dann auch er beim SRF seine Finken. Nicht so wie es ist, in einem Mikrofon, schnorre ich zwar viel, jetzt ist es um sich still. Das Leben ist kein Schleck, hat das Herz am rechten Fleck, vermissen sie so. Thank you.